Also es hat ganz große Vorteile für die Kommunikation mit dem Patienten, wenn Arzt und Patient in einem Boot sitzen und über die gleichen Dinge sprechen, auch mit der gleichen Sprache sprechen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Patient über seine Behandlungen und weitere Behandlungsschritte fachlich sehr gut aufgeklärt ist durch uns Ärzte, damit er auch in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden kann. Also damit er auch das Gefühl hat, er ist aktiv an seiner Therapieentscheidung mitbeteiligt und nicht ich als Arzt bestimme ganz allein über sein Schicksal, sondern er hat auch ein Mitspracherecht, ob diese Therapie sich wirklich für ihn lohnt oder ob er sagt, meine Lebensumstände lassen das jetzt im Moment gar nicht zu und mir ist Lebensqualität vielleicht wichtiger als 10% längeres oder mehr Überleben. Und ich finde, da gehört es dazu, den Patienten mit in die Entscheidung einzubeziehen. Und es gibt viele Entscheidungen, die durchaus abgewogen werden müssen mit dem Patienten zusammen, wo ich gar nicht bestimmen kann als Arzt. Also der Patient ist der Experte für sein Leben. Ich bin der Experte für die Therapie und würde den Patienten natürlich beeinflussen und Empfehlungen aussprechen, aber ich kann nicht in sein Leben hineinschauen. Also da muss er mitentscheiden. Patient als Partner oder auch die veränderte Beziehung zwischen Arzt und Patient, also gleiche Augenhöhe zwischen Arzt und Patient, wäre ein verändertes, neues Vorgehen im Arzt-Patientengespräch. Das Motto lautet eigentlich: keine Entscheidung über mich, ohne mich. Vorteile dieses Vorgehens wären das verbesserte Wissen bei Patienten, die Sicherheit bei Behandlungen, die Passung der Behandlungsentscheidung auf die persönliche Lebenssituation des Patienten und sicherlich auch ein besserer Behandlungserfolg. Beim Arzt-Patientengespräch, vor allem wenn es um Behandlungsentscheidungen geht, sind immer zwei Experten im Raum. Der Arzt als klinischer, als medizinischer Experte für das Fachwissen, für das medizinische Vorgehen und der Patient ganz wichtig als Experte seiner Lebenssituation, aber auch seiner persönlichen Präferenzen, wenn es um Behandlungsentscheidungen geht.